Yo Freunde, ich habe einen Creator-Code, tragt den auf jeden Fall in euren Shop ein und zwar bei ReapersYT für weitere Gewinnspiele. Jetzt viel Spaß mit diesem Video. In dem heutigen Video zeige ich dir, wie du 7 neue kostenlose Belohnungen in Fortnite erhalten kannst. Bleib also unbedingt dran, damit du diese Belohnungen kostenlos erhältst. Nun viel Spaß mit diesem Video. Kleine Info am Rand, im Hintergrund seht ihr den neuen Modus als Gameplay, das habe ich noch wiedergefunden. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video und nicht wundern wegen der schlechten Qualität. Peace, Freunde! Was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße euch zu einem weiteren Fortnite Season 8 Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich dir, wie du ganze 7 neue kostenlose Belohnungen in Fortnite erhalten kannst. Darunter eine kostenlose Spitzhacke, 3 ganze kostenlose Rucksäcke, ein kostenloser Ladebildschirm, ein kostenloses Spray und eben einmal kostenlose Effekte, wenn man aus dem Bus springt und runterfällt. Bevor wir jetzt damit starten, wie man diese kostenlosen Belohnungen erhält, starte ich wieder ein kleines Gewinnspiel und zu sage ich, wer das letzte Gewinnspiel vom letzten Video gewonnen hat. Ich verlose jetzt also wieder 10 Euro in diesem Video. Wenn du also jetzt gewinnen möchtest, dann like jetzt dieses Video, abonniere kostenlos meinen Kanal und schreibe Hashtag Season 8 in die Kommentare. Ich wünsche allen Teilnehmern wieder ganz viel Glück und das letzte Gewinnspiel hat Maya Biss oder Beast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an dich. Viele haben nämlich reingeschrieben, dass ich eben immer den Gewinner bekannt geben soll und das werde ich jetzt auch in Zukunft machen, deswegen macht auf jeden Fall mit und dann im nächsten Video, wo ich eben ein Gewinnspiel mache, gibt es wieder den nächsten Gewinner. Nun starten wir auch schon mit den 7 kostenlosen neuen Belohnungen. Und zwar kennt der ein oder andere bestimmt aus der Season 5 den sogenannten Raubzug Getaway Modus. Der Modus war richtig cool, es gab eben 3 Vans, es gab mehrere von diesen Juwelen und man musste quasi als Team zusammen immer zu viert diesen Juwel einsammeln und dann zu einem Van bringen. Die Problematik war halt eben, dass es nur 3 Vans gab, also gab es 3 Gewinnerteams. Das Coole an dem Modus war aber auch, dass man eben super, super, super einfach Wins sammeln konnte, da es halt eben für 3 Teams einen Win gab. Hinzu war der Modus halt wirklich nicht so schwer, deshalb wer auf jeden Fall Wins farmen möchte, der kann das über diesen Modus ultra, ultra gut machen. Dieser Modus wird jetzt wieder auf uns zukommen in der nächsten Zeit, sehr wahrscheinlich schon nächste Woche oder übernächste Woche. Ein Anzeichen dafür war eben schon der Wildcard-Skin, der jetzt wieder im Shop war oder ist, für ganze 2000 V-Bucks. Das war ein unnormal seltener Skin, da er halt wirklich nur bei diesem Event, bei diesem Modus zu der Zeit im Shop war. Und jetzt kam er halt wieder in den Shop und gönnt ihn euch auf jeden Fall, wenn er jetzt noch im Shop ist, wenn ihr das Video seht. Es war bis vor kurzem halt echt ein seltener Skin. Natürlich ist er halt jetzt nicht mehr ganz so selten, weil viele sich den geholt haben. Das war halt eben die weiße Variante vom John Wick Skin, also eine richtig krasse Variante und damit auch natürlich ein richtig krasser Skin. Denn der John Wick Skin war aus der Season 3 eben der Level 100er Skin aus Battle Pass und der ist schon echt richtig cool gewesen und die weiße Variante sah auch natürlich richtig cool aus, also der Wildcard Skin. Mit dem Raubzug-Modus gibt es auf jeden Fall auch wieder neue kostenlose Belohnungen, so wie damals in der Season 5. Damals haben wir schon echt coole Belohnungen erhalten. Wir haben eine Spitzhacke erhalten, wir haben Spray erhalten, wir haben Rucksäcke erhalten und ganz viele andere Sachen. Und an den Belohnungen hat sich diesmal auch nichts geändert. Wir werden auch wieder dieselben Belohnungen quasi erhalten. Ein paar kleine Dinge haben sich jetzt noch geändert, aber ich würde sagen, ich gehe mal kurz darauf ein, welche Belohnungen wir dann erhalten werden. Als erstes haben wir da eine kostenlose Spitzhacke und die erhalten wir, wenn wir alle Getaway-Herausforderungen abgeschlossen haben. Also wirklich alles andere fertig haben. Und diese Spitzhacke tatsächlich gab es auch schon in der Season 5. Da haben wir diese Spitzhacke auch schon erhalten, wo wir dann eben alles abgeschlossen haben. Deshalb wundert es mich, dass Epic Games die so wieder reinbringt. Vielleicht für die Leute, die das Ganze nicht haben und damals die Challenges oder den Modus gar nicht mitbekommen haben. Vielleicht erhalten dann die Leute, die die Spitzhacke haben, ich gehöre da auch zu, eventuell eine andere Spitzhacke oder generell eine andere Belohnung, vielleicht V-Bucks oder so. Dann haben wir ein grünes Juwelenlama. So sehen die Juwelen im Spiel dann auch aus. Natürlich nur etwas in blau und lila gehalten. Das grüne Lama hier ist ein Rucksack, ein Backpack. Und dafür müssen wir nur ein Getaway, ein Raubzug-Match gewinnen. Für das rote Juwelen-Lama müssen wir dann schon 3 ganze Getaway-Raubzug-Matches gewinnen. Und dann erhalten wir auch den. Und das weiße erhalten wir dann, wenn wir 5 ganze Getaway-Matches eben gewonnen haben. Dann als nächstes erhalten wir einen gratis Ladebildschirm, wenn wir in 5 verschiedenen Matches den Grappler nutzen. Den Grappler hat man von Anfang an, wenn man eben den Modus spielt. Also in jeder Runde hat man direkt von Anfang an in-game in seinem Inventar den Grappler. Sollte
sollte daher also wirklich nicht so schwer sein und sollte jeder hinbekommen. Dann als nächstes haben wir ein richtig cooles Spray, wo eben alle Kartenlogos quasi drauf sind. Einmal Pik, dann haben wir Herz, dann Karo und dann Kreuz. Dieses erhalten wir, wenn wir mit einem Juwel 200 Schaden an einem Gegner machen. Bedeutet, man muss dann also den Juwel aufsammeln und dann halt eben Gegner abschießen. Als letztes haben wir eben die Partikel beim Runterfliegen. Dafür muss man einfach nur in 3 verschiedenen Matches den Juwel aufsammeln und dann hat man auch schon alle Herausforderungen abgeschlossen. Das war soweit alles zu den 7 kostenlosen Belohnungen. Ich hoffe, ihr wisst auf jeden Fall jetzt, was ihr machen müsst, um diese kostenlosen Belohnungen zu erhalten. Der Modus kommt, wie gesagt, nächste Woche oder übernächste Woche. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich halte euch hier auf meinem Kanal auf dem Laufenden. Deswegen vergesst auf jeden Fall nicht, jetzt zu abonnieren kostenlos, diesem Video einen Like zu geben und Hashtag Season 8 auf jeden Fall in die Kommentare zu schreiben, auch für das Gewinnspiel. Ich bin nun für heute raus. Euer Reapers GBO. Ciao, ciao.